Moin, ihr Lunken, ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin's schon wieder mit einer Rabattaktion bei Displates. Tatsächlich die zweite diesen Monat, kommt selten vor, aber ist am Start. Das sind die wunderschönen Bilder, die bei mir immer im Hintergrund hängen. Kennt ihr ja mittlerweile alle, den Partner, wenn nicht, gerne auschecken. Gibt alle möglichen Motive, die ihr euch vorstellen könnt. Wir haben 27% auf 1 bis 2 Displates und bei 3 oder mehr sogar saftige 37%. Gerne abchecken über den Link in der Videobeschreibung. Etwas in den Warenkorb legen, wird euch direkt im Warenkorb dann abgezogen, das Ganze bis Ende des Monats auch noch tatsächlich, von daher lasst euch ruhig ein bisschen Zeit, aber auch nicht zu lange. Und ja, danke an die Supporter, viel Spaß jetzt mit dem Video, Kuss geht raus. Wir gehen rein ins neue Hungriger Hugo Video. Oh Mann ey, Rowhead, Schmowhead. Darf ich nochmal ganz kurz eine Sache sagen, die mir auch wichtig ist? Ah, wo ist denn die Cam? Das ist voll verwirrend. Wo ist denn die? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Noch Kontakt mit Marcel. Hä? Digga, glaubst du, ich bin bei ihm eingebrochen, habe ihn betäubt, ohne mit ihm zu reden und stream einfach von seiner Station. Digga, also eigentlich müsste ich dich für die dämliche Frage schon wieder timeouten. Für 2 Jahre, Digga. Direkt für 2. Warum bist du bei Monte? Er hat seinen Fortnite-Drift zu mir geworfen, dann bin ich hier einfach gelandet, Digga. Hergebordet. Was ist das wieder für eine Frage? Wisst ihr, wie gut Monte dran... Richtig geil animiert, Mann. Er schreibt mir heute Morgen schon wach, ja? Und wirklich 2 Minuten später, er macht die Tür auf und macht diesen... Der ist war so geil. Ja? Springt zu mir ins Bett und liegt so da und grinst mich an. Wenn du da so Doggy liegst, stelle ich mich hin. Nicht mit Schuhe. Nicht mit Schuhen. Halt Frau jetzt, Mann. Die Schuhe waren wirklich fresh. Also ich habe sie gemacht, ob euch die gefallen ist mir eigentlich scheißegal. Arox, danke für 5 Monate. Azumi, danke für 15. Ungewohnt aus der Zentrale Subs vorgelesen zu bekommen. So true. Geile Clips genommen, Bruder. Jawohl. You wanna be in my clan? Drop it. Perfekt, Digga, wir bringen wieder Best of raus. Alle Clips von Satta Hugo, Reaction Hugo, Hugo Hugo. Digga, alle geused, Bruder. Ey, Hugo, hiermit wieder alle Clips verboten. Wir sehen uns auf Twitter. Sehr mir langsam wieder hier auf dem Channel zu viele Viewer. Ich glaube, ich muss wieder ein paar Clips verbieten. Oh, nee. Warum rennt die los? Warte. Könnt ihr per Comment von mir dann zurück. Mhm. Okay. Das heißt, wenn man stirbt und der ist im Inventar, kann man dann sagen, genau. Ja, ansonsten, wir haben gesagt, wir töten. Kevin, kannst du mal aufhören, so dumm rumzutanzen? Nächstes Thema, meine Damen und Herren, euer Knossi macht den Zieh. Ich bin dabei. Bei Let's Dance! Ich kann keinen einzigen Tanzschritt, ich kann gar nichts. Ich habe noch nie getanzt. Wer tanzt, hat kein Geld zum Saufen. Ich stand immer nur da. Wahrscheinlich war es das Dümmste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Wer tanzt, hat kein Geld zum Saufen. Das heißt, alle, die abdancen, sind Geringverdiener, sagt er. Ist Jens Kutzala mit dem Rumba. Das war genannt Dios. Ich weiß gar nicht mehr, was war jetzt da so, was ist da, aber... Das Internet sagt, du besitzt 1,5 Millionen Euro. Stimmt das? Sascha sagt einfach die Wahrheit, dass du Multi bist. Multi. Was für 1,5? Was soll ich damit? Da kann ich nicht mal meinen Monatsmiete bestreiten. Sag es doch einfach, Sascha. Er macht jetzt einen auf Lowkey. Er wird jetzt irgendeine Antwort geben, so. Ja, immer der Klassiker. Den Move macht auch immer gerne. Wie heißt er hier? Ehrenbruder. Ehrenbruder Papa Platte. Oh, also meine Finanzen? Das macht meine Mutter? Da muss ich erstmal meine Mutter fragen. Hallo, Mama? Bin ich Multimillionär, Digga? Ja. Irgendwas wird jetzt kommen. Steuern oder dies oder das. Steuern, da muss ich meine Schwester fragen. Ich habe keine Ahnung von Finanzen. Ach, Steuern. Ja. Keine Ahnung von Finanzen? Hast du keine Ahnung von Finanzen? Akimo schickt mir ganz schön auf Spuren. Alter, Trump. Keine Ahnung von Finanzen? So sind Akimo. Keine Ahnung von Finanzen? Hast du keine Ahnung von Finanzen? Akimo. Ja.
keine Ahnung von Finanzen? Hast du keine Ahnung von Finanzen? Akimo schickt mir ganz schön oft Uhren. Alter Trimax, du bist der Einzige, der nie antwortet. Ich weiß gar nicht, wo ich bei dir dran bin. Schick dir brutale Uhren. Wisst ihr, was da zurückkommt? Gar nicht. Das ist keine Unterhaltung, das ist eine Einbahnstraße. Ich krieg eine WhatsApp und dann krieg ich am gleichen Tag noch 35. Dann ist das so tief unten, dann finde ich das niemals wieder. Der sagt zu mir, ich hätte Interesse an der Uhr. Schick ihm die Uhr, kommt nichts. Ich schick ihm nochmal eine andere Uhr, kommt nichts. Max, was lässt du deinen Bruder hier so hängen? Ghosted. Kasuva, 64 Monate am Stück nicht vorgelesen wurden, vielleicht im 65. Bester Mann. Kasuva, ich habe deinen Namen noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Du hast ein 5-Jahres-Sub-Badge. Vielen Dank für den Support. Meine schreiben auch gar nicht so oft rein. Schönster Film-Moment von Jeremy Abi. Was denn? Was denn? Ja, komm her! Crunch. Wenigstens da eine? Ja, ja. Was denn? Jeffrey Dahmer, danke. Jeffrey Dahmer! Ach du Scheiße, das war's wieder komplett. Ja, Lina, komm her! Do you know me? Yes! From where? I think these guys know me. Do you know me? Jeremy Fragrant? Yes. Here in the south of France. Can you everybody say Jeremy Fragrant? Please. Jeremy Fragrant. Jeremy Fragrant! Look guys, this is a very... Tja, Digga. Das war's komplett. Man in Germany. Do you ever speak English in the video? No. Was sagst du? Are you Jeremy Fragrant? Yes, I am. Wie alt ist Laser Lukas eigentlich mittlerweile? Der kriegt's immer noch hin, auszusehen wie 14. English in the video? Das ist auch eine Leistung, Bruder. No. Was sagst du? Are you Jeremy Fragrant? Yes, I am. Oh my God. You want to do a picture? Yes. You know me too? Oh, man. No, doesn't matter. I'm an influencer for perfumes. Aber wir müssen Gas geben. Okay, ready for a picture. Woher, Hugo, das kannst du doch nicht machen. Digga, das ist so fies. Aber auch so geil. Aber wir müssen Gas geben. Okay, ready for a picture. Let me take a selfie. Solche gehen. Na, schöne. Frische Duft, was ist denn das, Mensch? Was ist denn das jetzt? Ich weiß den Namen nicht. Aber oder wer? Was hast du drauf? Rohat und Phoebe öffnen Fan-Pakete. Du musst es doch ordentlich zeigen. Ich pack das doch gerade auf. Dann zeig das doch, wie es eingepackt ist. Oh mein Gott, eine Visitenkarte. Schaut euch das an. Ein Stift, sogar ein Ding. Ein Puppel. Kann man so viel Freude haben an diesem Scheißding. Oh mein Gott! Das ist so krass, dass du so tust. Das ist irgendeine kleine Kackplanke. Das ist so ein Arsch offen. Weißt du, was krass wäre? Wenn jemand scheiße schicken würde. Das habe ich ja so lange nicht mehr gehört. Ich glaube, das hat immer meine Mom zu mir gesagt. Hast du einen Arsch offen? Das habe ich so lange nicht mehr gehört. Geil! Das ist irgendeine kleine Kackplanke. Das ist so ein Arsch offen. Weißt du, was krass wäre? Wenn jemand scheiße schicken würde. Muss nicht sein. Oh mein Gott. Digga, das nehme ich. Nein, Rohat, das ist meine. 5 minutes later. Ich schließe jetzt erstmal den Brief raus. Das Vorgehen der Taschendiebe, trickreich und dreist. Das ist ein uns bekannter Taschendieb, der schon mehrfach Taschendiebstähle begangen hat. Die haben mich einfach schon wieder beklaut. Zeig mal, was du mitgenommen hast. Einfach meine Schuhe sind nicht da. Guck mal, was ich geklaut habe. Adidas Schuhe. Rohat hat jetzt bei mir auch geklaut. Was kann man hier mitnehmen? Was kann man hier mitnehmen? Das gibt eine Anzeige. Auf der Wache der Bundespolizei sind mittlerweile 2 deutsche Rentner. Marcel Eris will den Taschendieb bei der Polizei anzeigen. Das gibt eine Anzeige. Hey, hallo Phoebe, ich bin Robin, 21 Jahre jung und komme aus der Nähe Karlsruhe. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du uns jeden Tag... Bruder, du hast Straftat bei mir zu Hause gemacht. Schau in seinen Rucksack. Der kleine Wichser, was hat er sich eingepackt? Oh, Digga, willst du mich verarschen? Willst du mich? Er hat, Digga, er hat alles eingepackt. Junge, so ein Wichser. Er wollte das alles klauen. Hast du nicht irgendwas zu sagen? Ich wollte das für dich aufbewahren, damit es nicht kaputt geht. Nee, du willst sie erst bei mir klauen. Meine Geschenke, das ist mein Trink. Du trinkst mal ganz aktiv mehr weg. Mein Schokotrink, ich hab nur 2 davon. Das ist wahrscheinlich schon der 2., weil du vorhin schon einen Schokotrink getrunken hast. Kannst du dich noch bei mir klauen? Rohat, hör auf zu klauen. Rohat, hör auf zu klauen. Macht man nicht. Macht man nicht.
Was ist das eigentlich für ein Trend mit diesen komischen Nachrichten hier? Du bist der Beste. Ich weiß, kann man kaufen. Da habe ich auf Twitter auch was von Eli gesehen. Irgendwie Eli Geller auf die 1, Digga. Ey, Digga. Fand ich geil. Digga. Das ist so eine bodenlose Frechheit von diesen kleinen. Also wirklich, dieses Bild, das ist 2015 oder so. Legendenbild. Yo, Monte, wo greifst du? Eli Geller. Eli Geller. You are the best man. Chat, wo ist meine Botschaft? In welchem Bundesland hat das Unternehmen Tesla eine Fabrik gebaut? Berlin oder Brandenburg? Bayern. Mit Ehrenbruder Willi übrigens die letzten Tage ein bisschen geschrieben. Puff Peng. Hab ihn gefragt, ob mal was geht so. Ob er mal Time hat, bisschen Pimmel fechten. Hat er ein bisschen um den heißen Brei rumgeredet, habe ich gesagt. Sag doch einfach, weil du keine Zeit hast.